Herr Dr. Grabmeier, etwas scherzhaft gefragt, wird bei Jung-DM S&C etwa nur noch gelabelt? Ja, das freut mich ja, dass wir hier Werbung machen für meinen Vortrag auf dem nächsten Fonds Professionell Kongress. Ja, tatsächlich sehen wir uns bei JTC als Dienstleister für unsere Vermittler. Das heißt, wir stellen unsere Beratervermittler stets in den Vordergrund. Das heißt, wir ermöglichen nicht nur den Zugriff auf alle standardisierten Produkten und das Fondsuniversum, sondern eben auch auf die Möglichkeit, dann eigene Produkte als Vermögensverwaltung beispielsweise dann aufzulegen, eben unter eigenem Label und dann im Look and Feel. Und das auch noch dann verbunden mit eigenen Sichtsystemen, nicht nur Web, sondern auch unsere Smartphone-Applikation, die App Alles Meins, gibt es dann natürlich auch im eigenen Branding des Vermittlers. Ein wichtiges Thema für viele Fondsvermittler ist die Bestandsübertragung. Worauf gilt es zu achten? Ja, als erstes lohnt sich natürlich ein Blick in den existierenden eigenen Plattform- oder Poolvertrag. So schön die ausgestaltet sind, immer wenn man hingeht zur Plattform oder zum Pool, gibt es doch bei dem einen oder anderen Mitbewerber im Markt doch deutliche Hürden, wenn es dann um die Übertragung weg vom Pool oder der Plattform dann geht. Insbesondere sind da Hürden drinnen, oft wie individuelle Zustimmung der Kunden oder eben eine Freigabeerklärung des Pools oder der Plattform. Da helfen wir natürlich gerne in unserem Kompetenzcenter, auch mit den entsprechenden Bestandslisten oder individuellen Plattformanträgen oder eben dann einfach in der Durchführung der Anschrift an die einzelnen Kunden. Worauf müssen Finanzdienstleister sich 2024 in Bezug auf neue regulatorische Vorgaben einstellen? Dauerbrenner ist natürlich ESG, also Stichpunkte Nachhaltigkeitspräferenzabfrage oder eben Einstufung Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Aber daneben natürlich liegt uns ein drohendes Provisionsverbot im Magen. Da hat Merit McGuinness, die zuständige Kommissarin, ja mit der Retail Investment Directive bzw. der Investment Strategy ja entsprechende Vorgaben gemacht. Da ist vielleicht mal Ruhe 3 Jahre und wir hören auch von der BaFin, dass da gerade nichts ansteht. Aber der Teufel liegt da im Detail und wer möchte schon unterscheiden zwischen unabhängig oder ungebunden als Vermittler? Also da gilt es auch wach zu sein. Und wenn wir da in den Verbänden entsprechende Vorgaben machen, dann auch entsprechend vielleicht den eigenen Abgeordneten auf europäischer Ebene dann auch anzusprechen. Ja, hier die herzliche Einladung zu unserem Vortrag auf dem Fonds Professionell Kongress. Werden Sie Ihre eigene Kundenplattform? Wie kann ich also als Vermittler, als eigene Marke im eigenen Look and Feel bei meinen Kunden professionell auftreten? Eben nicht nur mit der standardisierten Fondsfamilie, sondern eben auch mit eigenen Produkten und insbesondere eigenen Sichtsystemen, nicht nur im Web, sondern auch per eigener Smartphone-Applikation für jeden einzelnen gebrandet.